Herzlich willkommen beim Sporttalk. Heute zu Gast ist eine Eishockey-Legende bei uns, genauer gesagt eine Vienna Capitals-Legende. Und er wurde am letzten Sonntag besonders in der Halle geehrt. Herzlich willkommen, Raphael Rotter. Servus, freut mich, dass ihr mich aufgenommen habt heute. Gerne. Letzten Sonntag in der Halle in Wien-Kagran. Eine besondere Ehre ist dir da zuteil geworden. Dein Trikot mit der Nummer 6 wird nicht mehr vergeben. Es hängt unter dem Hallendach, gleich neben Philipp Lakosch. Wie war das emotional gesehen, dieser Sonntag für dich? Ja, also ich muss ehrlich meinen Hut ziehen vor der Organisation. Ich habe nicht wirklich damit gerechnet. Ich wollte immer was Bleibendes hinterlassen in Wien. Und habe mich dann natürlich in meiner Karriere immer reingehängt. Tore, Assist, Einsatz gezeigt. Aber ich glaube, mehr Ehrung geht nicht, dass man das Jersey eines Spielers verewigt und unter das Hallendach hängt. Die Nummer wird nie wieder ausgegeben. Und es bedeutet mir sehr, sehr viel, weil doch das Eishockey wirklich ein Riesenteil meines Lebens ist. Ja. Hättest du jemals gedacht, dass das irgendwann einmal der Fall sein wird? Oder in den kühnsten Träumen, wenn du sagst, du möchtest etwas hinterlassen, ja. Spuren hinterlassen, das ist dir gelungen? Ja, also ich glaube, als Spieler in der Karriere, in der Laufbahn, denkt man wirklich nicht dran. Man versucht immer sein Bestes zu geben. Und wenn man am Ende so belohnt wird von einer Organisation, für die man eigentlich sein ganzes Leben spielt, das ist natürlich eine Genugtuung auf jeden Fall. Und wie schon gesagt, ich ziehe den Hut vor den Capitals, vor der Organisation, dass sie den Move gemacht haben für mich und vor allem vom Herrn Hans Schmidt. Ja. Das heißt, umgekehrt gesagt auch, du bist mit den Capitals quasi im Reinen. Es war ja dann ein Ausflug nach Linz in deiner Karriere, da war es nicht ganz so harmonisch. Seid ihr jetzt wieder gut? Ja. Beziehungsstatus wieder intakt? Ja, also ich denke, man trifft Entscheidungen in seinem Leben, die macht man einfach und da muss man aber auch dahinter stehen. Das Ganze wurde vielleicht nicht gut kommuniziert, als ich gegangen bin. Das hätte man vielleicht besser machen können, das auf jeden Fall. Aber nach dem einen Jahr bin ich wieder zurückgekommen und wir haben uns da gleich wieder vertragen und haben das hinter uns lassen, das Ganze. Und ich glaube auch mit dieser Geste eben gestern am Sonntag wurde das Kampfbeil begraben. Und ja, es war ein sehr schöner Abschied. Und ich könnte mir auch vorstellen, in der Zukunft wieder mal für die Capitals zu arbeiten, auf jeden Fall. Da kommen wir später noch drauf. Wie emotional war das für dich? Ich meine, ihr Eishockeyspieler seid sehr taffe Burschen, aber bei so etwas ist man dann den Tränen nahe? Ja, es war schon sehr emotional, muss ich sagen. Ich bin eher einer, der auch bei Filmen blärt. Also, ich bin da. Welche Filme? Ja, darf ich gar nicht sagen. Romantisch. Oder so Sachen? Ja, ja. Also, da bin ich schon ziemlich ein Softie. Und gestern sind mir die Tränen am Ende gekommen, wenn ich mich dann vor allem bedankt habe bei meiner Familie, bei meiner Freundin und vor allem bei meinen Eltern. Da habe ich mich schon ein bisschen zusammenreißen müssen, aber das Ganze war einfach ein total cooler Augenblick und ich habe die Gänsehaut auch bekommen. Meine Burschen waren auch alle da, meine Boys, und die haben mir auch alle geschrieben nachher, sie hatten alle Gänsehaut und es war wirklich sehr ergreifend, das Ganze. Und es waren doch recht viele Leute in der Halle. Für einen Sonntag mit 29 Grad draußen, glaube ich. Und wir haben auch, also die Caps haben gegen Laibach gespielt, was auch nicht wahrscheinlich der Wunschgegner gewesen ist für so ein Goodbye-Spiel. Aber es hat alles gut zusammengespielt und die Organisation hat sich wirklich sehr bemüht. Du bist ja jetzt nach wie vor aktiv, aber wenn du gestattest, vielleicht einen kleinen Rückblick jetzt auf deine Karriere. Worauf bist du stolz? Wie würdest du jetzt deine Karriere bis jetzt, sie geht ja noch weiter, zusammenfassen? Ja, ich bin, natürlich gibt es manche Ereignisse, auf die ich hervorheben muss, aber insgesamt bin ich einfach sehr stolz auf mich selber, wie diszipliniert ich war über die Jahre. Natürlich in jungen Jahren ist man noch nicht der Profi, der man vielleicht jetzt ist. Aber das gehört, glaube ich, dazu, zu dem Lernprozess. Aber ich habe mich immer versucht an der Spitze zu halten,
habe immer trainiert wie ein Verrückter, ob jetzt in der Kraftkammer war oder am Eis. Habe immer versucht, ein Vorbild zu sein, auch für die jüngere Generation. Ich glaube, das ist mir sehr gut gelungen. Und einfach dieses tagtäglich das Trainieren, die Disziplin zu halten, die Ernährung, das frühe Schlafen gehen, oft zu verzichten auf große Anlässe wie Silvester, Weihnachten, was auch immer, nicht mit den Jungs einmal einen trinken zu gehen. Weil immer gespielt wird und wenn man wirklich da auf seinen Körper achtet und diszipliniert bleibt, dann kann man eine lange Karriere haben und wie gesagt, Eishockey ist ein Teil meines Lebens, ich liebe es. Ich hatte das Glück, dass ich das zu meinem Beruf machen konnte und schätze es jetzt noch jeden Tag und habe eine totale Gaude dabei. Gibt es irgendetwas, wo du sagst, das war ein großer Fehler, den würde ich jetzt nicht mehr begehen, oder? Ja, haben wir vorher gerade besprochen. Jüngere Jahre, oder? Ja, genau. Ja, also natürlich Inzident mit dem Schiedsrichter vielleicht damals, da wurde ich 16 Spiele gesperrt. Da war ich dann irgendwie gebrandmarkt bei den Schiedsrichtern meine ganze Karriere, glaube ich, hat mir nicht wirklich geholfen. Aber im Großen und Ganzen bereue ich nichts. Das Einzige, davor habe ich geredet, vor dem Interview kurz, dass ich mich sehr steif fühle jetzt in den älteren Jahren, dass ich vielleicht mehr mobilisieren hätte sollen und mehr dehnen. Damals war das noch nicht so gang und gäbe, heute macht das jeder. Neue Erkenntnisse, ne? So ist es, genau. Und das hätte ich vielleicht anders gemacht. Dann würden vielleicht jetzt noch hinterher noch ein paar Jährchen dazu kommen, glaube ich, in meiner Karriere. Abwarten, wie viel es noch werden. So ist es, das also, weiß ja niemand, genau. Genau. Ja. Gibt es irgendeine eine Niederlage, die dir immer wieder hochkommt? Eine Niederlage, nicht unbedingt. Ich glaube, Niederlagen, die gehören zum Profigeschehen, zum Profisport dazu. Es hat mich, hat mir schon ein bisschen wehgetan, als ich zur Olympia gefahren bin und dort erfahren musste, dass ich nur ein Trainingsspieler bin. Mhm. Und da nicht, ich meine, ich war dort, habe die Eröffnung miterlebt, aber konnte dann nicht im eigentlichen Turnier mitspielen. Mhm. Da war ja der Beintner, der Heinrich und ich, waren leider die drei, die wieder heimfliegen mussten. Und wir drei waren eigentlich ein Stamm der Mannschaft, die sich qualifiziert haben damals in Deutschland. Mhm. Und wir haben eigentlich immer gesagt, die Mannschaft, die sich qualifiziert, die Mannschaft auch darf auch mitspielen. Natürlich sind dann Stars dazugekommen und leider haben drei Spieler nicht mitspielen können. Und das hat uns getroffen. Weh, ne? Und das hat schon weh getan. Ich meine, als österreichischer Eishockeyspieler, vor allem bei Olympia, ich glaube, so viele Teilnahmen hat es für das österreichische Eishockey nicht gegeben. Und das war halt eine Riesensache und das hat mir ein bisschen wehgetan, aber sonst... Du kannst trotzdem gut schlafen. So ist es, genau. Das ist wichtig. Genau, ja. Kommen wir zu Kitzbühel. Ja. Du bist in der Alps Hockey League jetzt unterwegs. Ja, erzähl ein bisschen von Kitzbühel, vom Verein. Wie hast du die ersten Eindrücke da wahrgenommen? Ja, es gibt nur Positives. Das sage ich jetzt nicht, weil das mein neuer Arbeitgeber ist. Aber wirklich, sie haben sich von Anfang an sehr, sehr bemüht. Ich glaube, das habe ich mir auch ein bisschen verdient über die Jahre, ganz klar. Aber es ist nicht selbstverständlich, dass sich ein Verein wirklich so bemüht. Mit den Herrn Wetzel und den Herrn Volker C., die das zusammen sehr gut leiten, den Verein, hatte ich eine super Connection gleich von Anfang an. Und ich bin angekommen, die Wohnung war ready für mich einzuziehen. Im Stadtzentrum haben sie sich sehr bemüht. Ich fühle mich total wohl, gleich vom ersten Tag an habe ich mich wohlgefühlt in der Wohnung. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich, für Profisportler, dass sie sich wohlfühlen in ihrer Wohnung, vor allem in einer anderen Stadt. Ein Auto war da, die Ausrüstung war da. Die Halle ist natürlich nicht vergleichbar mit der Capitals-Halle. Ja. Aber sie hat alles, was man braucht, eine super Garderobe, die Stadt, die Infrastruktur ist genial. Es ist einfach schön, einmal für mich rauszukommen aus einer Großstadt. Ich kenne Wien schon gut genug. Ist Kraftkammer gleich im Haus, ne? Kraftkammer im Haus, zwei Stockwerke unter meiner Wohnung, was genial ist für mich. Und du hast die Berge, du kannst mit dem Radl fahren, du kannst wandern gehen, du hast deine Bergseen. Im Winter ist die Möglichkeit da, Ski zu fahren.
was wahrscheinlich nicht oft genutzt werden wird, weil wir doch Eishockey-Profis sind. Und das Wichtigste ist, dass wir gesund bleiben. Du bist ein guter Skifahrer. Aber für einen Wiener auf jeden Fall, ne? Ja, also ich halte mich ziemlich gut auf den Skien, ja, kann ich sagen. Also, trainierst du schon für die Streif vielleicht? Hannenkammrennen oder so? Ja, ich glaube, da lasse ich aus. Also, ja, aber als Zuschauer ist das wahrscheinlich, wenn es quasi vor der Haustür ist, ein Pflichttermin, oder? Ich glaube, das ist ein Muss, ja. Und das weiß auch der Verein, glaube ich. Und ich glaube, da werden sie auch was organisieren. Aber das gehört dazu, glaube ich, wenn man in Kitzbühel wohnt. Und ja, wie gesagt, ich fühle mich super wohl. Und bis jetzt kann ich nichts Negatives über diese Organisation in Kitzbühel sagen. Du hast gesagt, du schaust auf deinen Körper immer wieder und hättest vielleicht ein bisschen mehr Yoga oder Beweglichkeitsübungen machen können. Immer wieder habt ihr natürlich Verletzungen. Das gehört zum Alltag eines Eishockeyspielers. Wie schmerzbefreit bist du? Ja, wie du schon sagst, ich bin schon durch einige Verletzungen gegangen, leider, in meiner Karriere. Ich habe auch sehr viel Pech gehabt, muss ich sagen. Ja, also ich halte schon einiges aus, muss ich sagen. Ich bin da nicht sehr wehleidig. Ich denke mir, wie gesagt, ein Knochen wächst wieder zusammen. Das ist nicht schlimm. Manchmal, sehr oft, schon wenn ich im Spital gelegen bin, und ich dann durchs Spital durchgegangen bin und in die anderen... schon wieder anzogen, ne? Naja, ja, hätte ich gern gemacht, aber dann sieht man irgendwie die anderen Patienten, die in den anderen Zimmern liegen, in 3-4-Bettzimmern und ich kann mich glücklich schätzen, ich habe Privatversicherung, liege alleine in einem Zimmer, habe einen gebrochenen Haxen, denn 6 Wochen wieder zusammenwachsen, da gibt es Leute, die liegen da ein Jahr drinnen, 2 Jahre, haben ganz andere Sachen und da denke ich an solche Sachen und dann denke ich mir eigentlich... Ja, mir könnte es viel schlimmer gehen. Ich kann mich noch bewegen, ich kann noch immer Sport machen und mit denen auch Geld verdienen. Darum darf man nicht zu wehleidig sein als Eishockeyspieler und muss das einfach schätzen, glaube ich, dass man das immer machen kann. Weißt du eigentlich noch, wie viele Schmerzmittel, die du vielleicht vor Spielen reingeworfen hast? Kommt ja wahrscheinlich öfter vor, damit man überhaupt das kann, ne? Da kommen schon einige Sachen, könnte ich da schon aufzählen. Ich glaube, da dürfen wir jetzt nicht ins nicht Detail zu viel verraten, ne? Kommen, sonst steht vielleicht die Anti-Doping-Behörde einmal da. Na, so schlimm ist es nicht, aber ja, da wurde auch schon mit Spritzen gearbeitet. Alltag auch dazu? Natürlich, also ich glaube, bei sehr wichtigen Spielen im Playoff, na, da geht man drüber. Da, ne? Ja, da will jeder spielen, das ist der Mannschaft helfen, auf jeden Fall. Und das gehört einfach dazu, diese Einstellung, glaube ich. Du kommst aus einer, würde ich sagen, gut situierten Familie. Wie groß war das, war der Vorteil, eben mit diesem Background ins Eishockey einzusteigen? Weil es ist ja nicht jetzt der günstigste Sport, wenn man als Junger beginnen möchte. Ja, also ich kann mich total glücklich schätzen. Meine Eltern haben mich immer supportet. Ich bin auch ein Einzelkind, was natürlich auch ein bisschen hilft, glaube ich. Aber meine Eltern sind jetzt noch hinter mir, rufen mich jeden Tag an. Ich habe eine sehr gute Beziehung zu meinen Eltern, die ich total schätze. Es sind zwei großartige Menschen, vor denen ich den größten Respekt habe. Und natürlich vereinfacht das einiges. Heutzutage kostet so ein Schläger, den die Kinder schon spielen, ich glaube 120 Euro, wenn man den kauft. Eislaufschuh, weiß ich gar nicht, den muss man als Junge, glaube ich, jedes Jahr neu kaufen. Das ist auch das Problem, glaube ich, im Eishockey. Das ist, warum der Nachwuchs Probleme hat. Das kostet alles sehr viel, so ist es, genau. Es gibt nicht überall Eisflächen. Fußball kann man überall spielen, man braucht einen Ball, der kostet 8 Euro oder man kann sich ihn selber basteln, dann geht man im Park, im Käfig und man kann spielen. Das ist leider so beim Eishockey, ich kann mich sehr glücklich schätzen, sonst wäre das Ganze sicher nicht so rausgekommen, wie es jetzt ist. Kommen wir zu deinen sichtbaren Tätowierungen, nächstes Thema. In einem Kurier-Interview mit meinem Kollegen Peter Kallig hast du einmal gesagt, das ist deine einzige Droge. Warum bist du da süchtig? Ja, also mich hat das schon immer fasziniert. Ich wollte mich schon immer becken lassen, sozusagen, wie man so sagt, im Wienerischen. Ich komme aus einer jüdischen Familie. Mein Großvater war auch ein Mitglied in der Gemeinde, hat im Chor gesungen und hatte ein großes Ansehen in der Gemeinde. Und darum war ich sehr oft in dem Tempel. Und als Jude darf man sich nicht tätowieren. Das gilt als unrein. Und zum Respekt meines Großvaters habe ich es einfach nie gemacht. Ja. Ich wollte nicht, dass er es sieht. Ich glaube, er hätte überhaupt nichts dagegen gehabt eigentlich, aber ich wollte es einfach nicht machen. Nachdem er dann leider verstorben war,
habe ich begonnen damit. Mhm. Bist auf den Geschmack gekommen? Und auf den Geschmack gekommen. Mein erstes Tattoo, also mein ganzer Rücken, widme ich meinem Großvater. Da ist auch sein Name oben, auch sein mosaischer Name. Und dann hat das Ganze begonnen. Und ja, ich glaube, ich bin auch immer nicht fertig. Aber Hals, Gesicht ist frei, bleibt frei? Ich hatte es schon vor, ein bisschen vielleicht einzutätowieren, aber ja, das waren immer nur so kurze Momente zum Glück. Aber ich glaube, das wird immer frei bleiben, auch weil meine Eltern, glaube ich, das nicht sehr gern sehen würden. Und ich auch. Ich denke, das muss nicht sein. Aber wer weiß. Vielleicht sage ich in einem Jahr was ganz anderes. Gehört das Tätowieren vielleicht zu einem gewissen Körperkult dazu? Weil Eishockeyspieler trainieren, die sind gut trainiert. Du schaust auf deinen Körper durch die Ernährung. Ja. Und vielleicht das auch noch. Ist es irgendwie, dass du extrem körperbezogen lebst? Das glaube ich nicht. Also in meinem Fall nicht. Mir gefallen einfach Tattoos. Als Kunstwerk? Quasi. Als Kunstwerk sozusagen. Ich finde, das schaut auch cool aus. Ich glaube, es steht mir auch, glaube ich, recht gut. Aber ich glaube, das ist jedem selbst überlassen. Mir gefällt es, den anderen Leuten gefällt es nicht, muss man auch akzeptieren. Aber ich bin zufrieden, so wie ich bin im Moment. Kommen wir zu deinem jüdischen Glauben. Du hast gesagt, du bist stolz darauf, in dem Curie-Interview auch. Was macht dich so stolz und wie lebst du diesen Glauben? Ich glaube, nach unserer Zeitgeschichte, das pusht mich natürlich noch mehr, dieser Stolz, dass man sich immer an das erinnern sollte, dass sowas nie wieder passiert. So wie mein Großvater, der Kopf der Familie immer war und die Leitfigur in unserer Familie war, wie er unsere Familie immer über Wasser gehalten hat, uns sehr gut investiert hat und mit der Familie gearbeitet hat und sie geliebt hat, dass einfach diese Beziehung und diese Art des Lebens habe ich immer groß auf ihn aufgesehen. Und, hattest du eine gute Beziehung zu ihm? Hat eine sehr gute Beziehung. Hat er dir Geschichten erzählt? Immer. Früher? Und er war eben diese Leitperson für mich, natürlich mein Vater auch und meine Mutter ganz klar, aber mein Großvater ist einfach rausgestanden, weil er einfach alles für die Familie gemacht hat, immer. Familie first. Und was hat er dir so an Werten mitgegeben? Nichts Besonderes, eigentlich diese Grundwerte, dass man sein Leben schätzen soll, Gesundheit schätzen soll, für die Familie da sein soll. Dieser Zusammenhalt und auch, wie wichtig Freunde sind im Leben und auch ein Partner im Leben. Und das ist eigentlich nichts heutzutage Besonderes. Aber ich glaube, das wird sehr oft vergessen und das schätzen viele Leute nicht. Und ich kann mich so glücklich schätzen. Mir fehlt es wirklich an nichts in meinem Leben. Ich habe tolle Freunde, tolle Familie und eine super Partnerin an meiner Seite und ich bin überglücklich. In welchen Momenten glaubst du? Also, und wie schaut das dann aus? Man muss ja jetzt nicht ein bekennender Christ sein und jeden Sonntag in die Kirche gehen. Man kann ja auch anders glauben. Wie praktizierst du das? Und welche Momente erfordern innehalten und glauben? Ja, wie du schon sagst, ich verurteile auch niemanden, der nicht einen bestimmten Glauben hat. Ich glaube, man soll vielleicht einfach, jedem ist das selbst überlassen. Ich glaube an etwas. Willst du auch verraten, was das ist? Einfach, ich denke, da ist jemand, der hört zu und schaut auf mich. Und ich glaube auch, dass ich vor dieser Person versuchen sollte, ein ehrlicher Mensch zu sein. Mhm. Dass mich das auch zu einem besseren Menschen macht. Also es ist eher so ein Dialog, dass man vielleicht bittet, so ist es. Kannst du mir jetzt helfen? So ist es. Und ich sage nicht, ich bete jeden Tag. Ich sage, wie du sagst, ich bitte jeden Tag und rede einfach zu der Person jeden Tag, bevor ich schlafen gehe. Bedanke mich für den Tag und versuche jeden Tag einfach an mir zu arbeiten und ein besserer Mensch zu sein. Und ich glaube, das ist schon mal ein sehr guter Anfang. Mhm. Und vor dem Match auch, das wissen alle meine Mitspieler, da spreche ich auch noch einmal zu mir. Und bedanke mich einfach, dass ich den Sport machen kann, dass alle meine Freunde
ziemlich gesund sind, meine Familie gesund sind und dass es mir so gut geht, wie es mir nur geht, und hoffe ich immer, dass ich mich nicht verletze. Mhm. Aber ich denke immer, es passieren Sachen aus einem Grund. Darum bin ich auch nie böse. Wenn ich mich dann verletze, ich komme immer stärker zurück und lerne aus der Situation. Und das ist eigentlich so mein Prinzip, ja. Mhm. Ein weiteres Thema wäre irgendwie die Mode. Heute bist du sehr leger bei uns. Ja, ja. Beim Abschied von den Caps oder bei der Ehrung warst du im feinen Zwirn und mit modischem Kapperl auch. Ist dir Mode wichtig? Gehört das dazu? Erscheinungsbild? Auch jeden Seins, glaube ich. Man soll das tragen, indem man sich wohlfühlt. Mhm. Man soll das machen mit seinem Körper, was man will. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Ich verurteile niemanden. Es ist egal, was sie machen, wie sie ausschauen. Ich glaube, es ist wichtig, die Menschen zu schätzen, die Menschen kennenzulernen. Ja, natürlich für den Anlass gestern. In Schale geworfen. In Schale geworfen, auf jeden Fall. Einfach auch dem Herrn Schmidt natürlich auch zu zeigen, das bedeutet mir viel. Herr Schmidt ist aus einer anderen Generation. Da schätzt man diese Dinge noch und das verstehe ich natürlich total. Ich bin kein Anzugträger, das wissen alle meine Freunde. Das ist mir alles zu eng. Aber mir wurde auch gesagt, ich schaue gar nicht so schlecht darin aus, was natürlich auch was Positives ist. Ja, die Fotos und kann man herzeigen. Glaube ich auch, und das hört man auch gerne. Ja, Anzüge eher nicht. Lieber so, gemütlich. Ja. So fühle ich mich auch wohler. Aber wie gesagt, jeder soll das tragen, was er will, sobald er sich wohlfühlt. Wie gesagt, noch spielst du ja in Kitzbühel. Schauen wir mal, wie lange. Welche Ziele hast du jetzt noch in Kitzbühel? Was willst du dort bewirken? Willst du an junge Spieler was weitergeben? Das, was du alles gelernt und erlebt hast in deiner Karriere? Ja, also das war auch ein Grund, dass ich nach Kitzbühel eben den Wechsel angestrebt habe. Weil mir eigentlich dort die Möglichkeit gegeben wird, mit einem super Coach zu arbeiten, den ich auch gut kenne, den Marco Bewald, mit dem ich auch selber zusammengespielt habe im Nationalteam, der ein super bodenständiger junger Mann ist, der noch in seinen jungen Jahren als Trainer ist, aber wirklich das Ganze super leitet in Kitzbühel. Jeder vertraut ihn, jeder hat riesen Respekt vor ihm, was sehr, sehr wichtig ist als Coach. Und vielleicht in der Zukunft mit dem Marco zu arbeiten und von ihm auch zu lernen. Natürlich habe ich dort auch eine Position, wo ich die Burschen leiten soll, auch ein Vorbild sein soll, auch ihnen ein bisschen was zeigen soll. Ich glaube, das mache ich bis jetzt sehr gut. Das war aber immer schon das, was ich wollte, auch in Wien. Und ich glaube, dass mir da die Organisation in Kitzbühel alle Türen offen lässt für andere Sachen. Und wie schon gesagt, ich kann mir auch vorstellen, zurück nach Wien zu kommen und in der Organisation dort zu arbeiten. Was wäre denn zum Beispiel möglich bei den Caps? Was könntest du dir vorstellen? Oh, ich wollte schon immer hinter der Bank stehen als Coach. Assistant-Coach vielleicht anfangs, aber dann einmal als Head-Coach. Das wäre so schon ein kleiner Traum für mich, in der Stadt, in der ich groß geworden bin und auch jahrelang gespielt habe, als Head-Coach zu arbeiten. Das wäre natürlich ein Traum, aber da gehört natürlich noch einiges dazu, aber das könnte ich mir schon vorstellen. Ja. Das heißt, du beschäftigst dich jetzt schon doch mit der Karriere nach der Karriere? Oder sind das jetzt nur mal ein paar Ideen, die noch nicht konkret sind? Nein, auf jeden Fall. Ich habe in meiner Karriere nie nebenbei studiert, weil ich einfach so in dieses Eis so verschossen war und so ehrgeizig war. Ich hatte nie einen Kopf dafür, was nicht perfekt ist. Ich ziehe auch den Hut vor allen Spielern, die nebenbei studieren, was auch sehr, sehr wichtig ist, oder etwas erlernen, was auch immer. Das ist sehr, sehr wichtig im Profisport, weil ich auch von Freunden sehe, es kann wirklich von einem Spiel aufs andere aus sein. Und dann steht man da und es ist natürlich immer gut, einen zweiten oder dritten Weg zu haben. Ich habe das nie gemacht. Ich habe das Glück, das ist ein sehr guter Freund von mir, der Marcello Cengale. Das ist auch mein Privatsponsor, mit dem ich jetzt nach Kitzbühel auch gegangen bin, der mit mir mitgegangen ist. Das ist die Cengale Group. Der konzentriert sich auf, spezialisiert ist er auf Hotels, sanieren, große Projekte macht er. Immobilien. Ne? Immobilien, macht Hotels, Luxuswohnungen. Und ja, wie gesagt, die letzten 5, 6 Jahre ist das ein sehr, sehr guter Freund geworden.
jetzt geht's in die Richtung. Ja? So ist es jetzt. Mein Privatsponsor, genau. Eine letzte Frage hätte ich dann noch. Eine Millionenfrage an dich. Ja, bitte, jetzt bin ich gespannt. Raphael Rotter nach der Karriere. A. Immobilienhai. Ja. B. Eishockeytrainer. C. Dressman. Oder D. Tätowierer. Ja, ich gehe noch immer mit der Eishockeyschiene. Auf jeden Fall. Also, alles klar. Das war immer bei mir und das wird auch immer so bleiben. Dann danke ich recht herzlich fürs Kommen, für das Gespräch und wünsche dir in Kitzbühel alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche Ihnen eine schöne Woche. Bis zum nächsten Mal beim Sporttalk. Auf Wiedersehen.